Also, Volker Wissing war da doch noch mal, der war da schon deutlich zwischen den Zeilen. Ich habe das jetzt auch noch mal so wirklich wahrgenommen. Er sagte also, diesen öffentlichen Streit, den beklagt er und dass man nicht mehr Brücken gebaut habe. Wenn er das SPD und Grünen vorwerfen würde in großen Teilen, dann wäre er sicherlich nicht in dieser Koalition geblieben. Insofern richtet sich ja offenbar diese Kritik vor allem an die eigene Partei und möglicherweise die eigene Fraktion. Und Erhard Schäfer, also wenn ich das im Augenwinkel richtig gesehen habe, dann haben Sie genau den richtigen Mann für dieses Thema bei sich. Ja, wir gucken ja genau, wer hier in der Nähe ist. Und dann haben wir gesehen, dass Christian Dürr in der Nähe ist, der sich gerade unterhalten hat. Das glaube ich, darf ich glaube ich sagen, mit Rolf Mützenich, dem Vorsitzenden der SPD-Fraktion. Und jetzt haben wir hier den Vorsitzenden der FDP-Fraktion. Der Rückzug von Volker Wissing aus Ihrer Partei, hat er Sie überrascht? Es ist eine Einzelentscheidung von Volker Wissing, die ist zu respektieren. Es soll, darf in demokratischen Parteien unterschiedliche Meinungen geben. Volker Wissing hat eine Einzelentscheidung für sich getroffen, das ist legitim. Und auf der anderen Seite haben ja bereits seine parlamentarischen Staatssekretäre, die ja auch Mitglied der Bundesregierung sind, erklärt, dass sie diese Entscheidung für falsch halten. Hat es Sie überrascht? Die letzten 24 Stunden waren insgesamt für alle Beteiligten, glaube ich, aufreibend. Und insofern sehen Sie mir nach, dass ich jetzt nicht in Überraschungskategorien denke. Auch der gestrige Abend hat ja einiges Neues hervorgebracht. Mein Fokus ist auf das, was richtig fürs Land ist. Und die Entscheidung haben wir gestern getroffen. Mhm. Aber es gab ja durchaus Signale. Ich bleibe dann doch noch mal dabei. Irgendwie, auch wenn Sie mir versuchen, hier auszuweichen, was nun wiederum legitim ist. Aber ich muss ja da nicht nachgeben. Es gab den Namensbeitrag von Volker Wissing in der FAZ am Wochenende mit doch relativ deutlichen Signalen, dass diese Koalition zusammenbleiben solle, was man in dieser Deutlichkeit aus Ihren Reihen bis zu diesem Zeitpunkt ehrlich gesagt ja nicht gehört hat, so klar. Insofern, deswegen trotzdem nochmal, ist der Schritt von Volker Wissing, gab es interne Diskussionen auch mit Volker Wissing darüber, wie es aus seiner Sicht weitergehen sollte mit dieser Koalition, mit der Ihrer ehemaligen? Nein, die gab es nicht, diese Diskussion. Und jetzt muss man sich ja die Frage stellen, wie das in den letzten 7, 8 Tagen gelaufen ist. Wir haben ja auch alles versucht, damit diese Koalition wirklich zu mutigen Entscheidungen kommt, insbesondere vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Situation in unserem Land, zu mutigen Entscheidungen, und zwar gemeinsam kommt. Und jetzt muss ich einfach noch mal, damit der gestrige Abend auch in aller Klarheit dargestellt ist, der Bundeskanzler hat gesagt, dass für die Fortsetzung der Koalition mit der FDP die Voraussetzung ist, dass die Schuldenbremse des Grundgesetzes ausgesetzt wird, dass viele neue Schulden gemacht werden im kommenden Jahr. Abgesehen davon, dass das der Koalitionsvertrag ausschließt, haben wir ja auch sehr deutlich gesagt, nicht neue Schulden helfen jetzt, dass unsere Wirtschaft wieder nach vorne kommt, sondern echte Strukturreform. So. Und deswegen war für uns gestern klar, dass wir auf diese Forderung des Bundeskanzlers nicht eingehen können. Mhm. Sie wäre schlecht fürs Land gewesen. Sind Sie froh, dass es vorbei ist? Ach, mir geht es nicht um Frohsein. Ich bin gerne Politiker, Abgeordneter. Ich finde, es ist ein Privileg, das machen zu dürfen. Und zum anderen gestalte ich auch gerne Regierungsverantwortung. Mhm. Aber falsche Dinge zu entscheiden, zum Beispiel einfach nur Schulden zu machen, ohne Reformpolitik umzusetzen, macht keinen Sinn. Und dann muss man auch Nein zu einer solchen Forderung des Kanzlers sagen. Aber ist Politik und insbesondere eine Koalitionspolitik nicht auch eine Frage von Kompromissen und aufeinander zugehen? Ja, genau das ist sie. Und das war ja der Versuch. Wir haben gesagt, wir brauchen wirklich wirtschaftliche Veränderungen in Deutschland. Aber wir haben gestern Abend festgestellt, dass Sozialdemokraten, lassen Sie mich das kurz aufhören, weil da ging es um die Kompromissfindung gestern Abend, ja. Sozialdemokraten und Grüne zu wirklichen wirtschaftlichen Strukturreformen, die unser Land so dringend braucht, damit wir nach vorne kommen, nicht bereit waren und stattdessen angeboten haben, statt Strukturreformen für die deutsche Wirtschaft, für die Jobs, für die Unternehmen, stattdessen angeboten haben, die Schuldenbremse auszusetzen. Und daran sehen Sie schon, das kann schwerlich ein Kompromiss sein, mehr Schulden zu machen, aber keine Reformen, damit Deutschland nach vorne kommt. Aber wo war denn Ihr Angebot? Unser Angebot war genau darüber zu sprechen, wie wir es schaffen, wirklich große Pakete zu schmieren und diese Kraftanstrengung, die ja auch große Gesetzespakete erfordert hätte, diese Kraftanstrengung gemeinsam aufzubringen, zu sagen, wir wollen echte Reformen für unser Land, damit wir wieder ganz vorne dabei spielen. Denn es geht ja nicht um Politiker oder um Bundeshaushalte, es geht um Millionen von Jobs, um Millionen von Familien in Deutschland, um deren Wohlstand. Das lag uns am Herzen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir diesen Fokus gemeinsam haben. Den gab es gestern nicht. Der Bundeskanzler argumentiert
hat gestern argumentiert in seiner ja tatsächlich vorbereiteten Rede, dass er durchaus Punkte vorgeschlagen hat, die der Wirtschaft helfen sollen. Seine Argumentation, hätte man doch auch mal drüber reden können, oder nicht? Ja, die Voraussetzung, um über seine Punkte zu reden, ich sage gleich, glaube ich, das müssen die Menschen schon wissen, was da besprochen worden ist, um über seine Punkte zu reden, die Voraussetzung dafür war, die Schuldenbremse aufzuheben. Und jetzt will ich es kurz sagen, es ging offensichtlich um eine kleinere Prämie für Elektroautos und möglicherweise Subventionen im Strombereich. Das, mit Verlaub, ist kein Angebot politisch und vor allen Dingen, es ist nicht der große Wurf, es ist nicht die echte Strukturreformpolitik, nach der sich alle sehnen. Das Papier von Christian Lindner, was ja auch durchaus bei SPD und Grünen für Kritik gesorgt hat, aber es ist einhellig von den deutschen Unternehmen unterstützt worden. Top-Ökonomen sagen, das ist das, was Deutschland jetzt braucht. Also wenn man darüber nicht einmal reden will, aber auf der anderen Seite sagt, wir machen kleinste Schritte und setzen dafür die Schuldenbremse aus, also machen Milliarden neue Schulden, dann glaube ich, wäre es einfach unabhängig von der politischen Position der FDP einfach schlecht fürs Land gewesen. Es gab, glaube ich, auch Widerspruch zu dem Papier, also jetzt nicht eine ungeteilte Zustimmung aus, ja, aber wenn Sie aus der Wissenschaft. Wenn Sie in die deutschen Unternehmen schauen, also um die geht es ja. Es geht ja darum, dass Unternehmen wieder investieren in den Standort, Jobs sichern, dass wir Wachstum haben, dass wir Wohlstand haben, dass die Löhne steigen. Ich bin offen gestanden in den letzten Tagen auf kein einziges Unternehmen getroffen, was gesagt hat, das wären die falschen Vorschläge gewesen, weil sie uns nach vorne gebracht hätten. Denken Sie, dass sich Ihr, wie sagt man so schön heutzutage, Ihr Narrativ über das Aus dieser Koalition durchsetzen wird? Es geht aus meiner Sicht nicht um Narrative, sondern das, was passiert ist. Das Angebot des Bundeskanzlers war es, viele neue Schulden zu machen und auf Strukturreformen zu verzichten. Und ich glaube, da kann sich jeder selbst das Urteil bilden. Ich glaube, und das habe ich ja in den letzten Tagen auch in Interviews mit Ihnen immer deutlich gesagt, es ging um eine Richtungsentscheidung für unser Land. Ich hätte mir gewünscht, dass die Koalition die Kraft gehabt hätte, diese Richtungsentscheidung zu treffen. Das war nicht möglich. Und jetzt müssen die Menschen in Deutschland diese Richtungsentscheidung treffen. Ich glaube, die Optionen liegen klar auf dem Tisch. SPD und Grüne erzählen die Geschichte natürlich anders. Also ja, aber auch den gestrigen Abend auch durchaus anders. Ich habe den Eindruck, aber dass der Bundeskanzler die Schuldenbremse aussetzen wollte, um über kleinste Reformen zu reden, ich glaube, da gibt es wenig Deutungshoheit, denn es ist ja auch ein Papier im Umlauf offensichtlich, was noch einmal ausdrückt, wie wenig da im Angebot war. Sie sagen, Sie sind nicht froh, dass diese Koalition geplatzt ist, aber ein Quell großer Freude sind die vergangenen knapp 3 Jahre auch nicht gewesen, oder? Nein, Politik ist herausfordernd und gerade in Zeiten, wo sich das Parteiensystem geändert hat, aber das ist der Job von Politikern, alles zu versuchen. Ich hatte gestern den Eindruck, der Bundeskanzler wollte ungeordnet die Koalition beenden. Das Angebot, was wir gemacht haben, das ist ja öffentlich mittlerweile, dass wir gesagt haben, lasst uns doch gemeinsam zurücktreten und schnell zu Neuwahlen kommen. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum jetzt der Bundeskanzler sagt, wir wollen erst im kommenden Jahr überhaupt die Vertrauensfrage im Bundestag stellen. Ich glaube, wenn man Mut hätte, dann würde man jetzt diese Entscheidung treffen. Er hat sie vertagt. Sie, Ihre Partei, Ihre Fraktion sind in den vergangenen knapp 3 Jahren immer wieder auch bezeichnet worden als Opposition innerhalb der Koalition. Aus heutiger Sicht würden Sie irgendwas anders machen, es in den vergangenen 3 Jahren abgelaufen ist? Man kann sich immer prüfen, aber wir hatten den Fokus, das Richtige fürs Land zu tun. Es waren schwierige Jahre. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat uns vor neue Herausforderungen gestellt. Aber der Fokus war, was braucht Deutschland, auch nach lähmenden Jahren der Großen Koalition, echten Aufbruch. Einiges konnten wir auf den Weg bringen. Die Planungsbeschleunigung, dass jetzt schneller gebaut werden kann, war ja viele Jahre nicht möglich in Deutschland. Man könnte die Liste fortsetzen, aber wenn es jetzt in einer Wirtschaftskrise leider nicht möglich ist, das Land wieder nach vorne zu bringen, dann ist eine Koalition eben zu Ende. Jetzt noch mal rein formal, Sie waren die kleinste Kraft in dieser Koalition. Kann man nicht immer mit dem Kopf durch die Wand? Ich glaube, es geht da nicht um Arithmetik von Größen, sondern es geht um die Frage, das Richtige zu tun. Und das war auch mein Fokus. Und es geht um Kompromisse. Es geht um Kompromisse. Ich glaube, die FDP hat eins bewiesen in den letzten 3 Jahren, dass sie sehr kompromissfähig ist und bereit ist, Kompromisse einzugehen. Das haben wir auch getan. Wo kommt die unterschiedliche Wahrnehmung her, gerade in diesem Punkt? Wenn ich mir anschaue, und die Bundesregierung ist ja teilweise dafür kritisiert worden, dass da Kompromisse gemacht worden sind, die vielleicht sogar zu weitgehend waren. Deswegen, glaube ich, kann sich die Öffentlichkeit ein eigenes Urteil bilden, ob die FDP kompromissfähig war. Ich denke, wir waren es. Wir wären es auch gestern Abend gewesen. Aber ich glaube, die haben es ja selbst gerade gesagt, dass ja seit mehreren Tagen, vielleicht Wochen vorbereitetes Statement des Bundeskanzlers hat auf einen Koalitionsbruch angelegt. Das ist sein legitimes Recht. Freuen Sie sich auf den Wahltermin im März? Ich würde mich freuen, wenn wir schnell zu Neuwahlen kommen, denn Deutschland braucht eine Richtungsentscheidung und das liegt jetzt in der Hand der Menschen, diese zu treffen für wirtschaftlichen Aufstieg oder für ein Weiter-so der SPD und der Grünen.
Meine Entscheidung wäre klar, aber es wäre besser, wenn das schnell passieren würde. Es gibt ja Fristen und ja, aber man könnte ja die Vertrauensfrage sehr schnell stellen. Ändert ja nicht viel. Ich habe ja Herrn Merz gehört. Na, ich habe Herrn Merz gehört und ich sehe es auch ähnlich, die Vertrauensfrage sehr zeitnah zu stellen, um dann frühzeitig vor den Wähler zu treten. Ändert aber trotzdem nichts an den Fristen von 60 Tagen, die da teilweise eine Rolle spielen. Das wird ja also auf den März hinauslaufen. Ja, das ist richtig, aber wenn man die Vertrauensfrage eben erst im Januar stellt, da muss man sich schon fragen, ob das noch sinnvoll ist. FDP im nächsten Bundestag drin? Na klar, wir haben ein sehr klares Angebot und die Richtungsentscheidung, vor der Deutschland steht, ist jetzt ganz klar. Wirtschaftliche Prosperität, dafür haben die Freien Demokraten seit Jahrzehnten in Deutschland gekämpft und das tun wir auch jetzt. Jetzt habe ich Sie länger hier festgehalten, als wir ursprünglich vereinbart hatten. Dafür bitte ich Sie um Entschuldigung. Alles aber gut. Es ist einfach aufregend und spannend, dass hier heute passiert. Schön, dass Sie da geblieben sind. Zurück ins Plenum. Dass Sie hier wenigstens hier geblieben sind. Danke, Herr Dürr. Herzlichen Dank. Danke Ihnen. Und da eilt er wieder rein und wir haben ihn tatsächlich etwas über Gebühr strapaziert jetzt hier, zumindest zeitlich. Florian. Ja, vielen Dank, Herr Schärfer, aber das ist natürlich großartig, also dass Sie da Christian Dürr so kurzfristig bekommen konnten. Trotzdem ist er ja bei der einen oder anderen Frage ausgewichen, vor allem doch dann auch beim Ton. Ist natürlich legitim, ist natürlich auch natürlich, aber es blieb dann doch auch das eine oder andere offen. Ja, gut. Jetzt muss man natürlich auch wissen, Christian Dürr ist ein loyaler Mensch, der hier natürlich nicht anfangen wird, kritisch in die eigene Partei oder in die eigene Fraktion zu gucken. Insofern hat er die Argumentation, die wir in den vergangenen Stunden ja auch immer wieder von verschiedenen FDP-Politikern gehört haben, hier nochmal betont. Und ja, sie werden versuchen, jetzt sage ich es auch schon wieder, ein Narrativ, aber natürlich fortzusetzen, irgendwie, dass es nicht an der FDP gelegen hat und dass die Kompromissbereitschaft bei den anderen nicht vorhanden gewesen ist, haben wir ja eben auch gehört. Da werden wir gleich nochmal drüber sprechen, Erhard Schärfer. Vielen Dank schon mal für den Moment.